Ja, hallo, willkommen zu Daniels Kramladen. Heute geht es mal wieder um eine Reparatur, einen Austausch an meinem Kreisler. Vielleicht in dem einen oder anderen Video schon gesehen, dass ich einen 300C fahre, damit es da keine Missverständnisse gibt. Die Arbeiten, die ich gleich zeigen werde, die wurden durchgeführt an einem 300C Baujahr 2006 mit dem 3,5 Liter V6 Benziner und Heckantrieb. Falls da Fragen kommen, ich konnte das nicht nachmachen und so, checkt erstmal, ob das der gleiche Motor ist, weil je nach Motor sitzt die Lichtmaschine an anderer Stelle. Ja, Lichtmaschine ist auch das Thema dieses heutigen Videos. Es geht um den Wechsel, und zwar habe ich dank meines eingebauten Voltmeters gesehen, dass bei laufendem Motor die Batteriespannung überhaupt nicht mehr höher wurde als bei ausgeschaltetem Motor. Im Gegenteil, ich bin einmal eine längere Strecke gefahren und da ging dann die Batteriewarnlampe an, und das heißt, ja, Lichtmaschine checken. Ich bin dann ungefähr eine Woche auf Batterie gefahren. Also ich habe es ja nicht weit bis zur Arbeit. Abends habe ich dann die Batterie mit dem Ladegerät wieder voll gemacht, weil die Lichtmaschine ja nun mal defekt war. Und habe dann im Internet einen Ersatz geholt, auch wieder mit 160 Ampere. Das ist mehr als ausreichend, gerade weil ich jetzt ja sowieso mehr im Sound-Quality-Bereich unterwegs bin. Da braucht es nicht mehr so viel Strom, um Musik zu hören. Ich zeige euch mal, wie ich den Wechsel der Lichtmaschine durchgeführt habe. Vielleicht noch ein Disclaimer: Das ist jetzt keine Werkstattreparatur, das ist nur eine Vorgehensweise, wie ich es gemacht habe. Das muss nicht die richtige sein, das muss auch nicht die perfekte Lösung sein, aber bei mir hat es funktioniert. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Okay. Das erste Bild, ja, es sind leider nur Bilder geworden. Ich habe vergessen, im Eifer der Schrauberei ein Video zu machen. Deswegen habe ich nur Fotos gemacht. Aber ich denke mal, mit den Fotos lässt sich das auch klar erkennen. Also das erste, was ich gemacht habe, auf der Beifahrerseite, das Auto aufgebockt, die Felge abgenommen. Das ist nicht nötig. Also man muss die Felge nicht abnehmen. Ich habe es aber trotzdem gemacht, weil einfach mehr Licht dann an das Auto und an die, so ein bisschen an die Unterseite kommt. Licht kann nicht schaden, und die Felge, das sind ja auch nur 5 Schrauben, und dann hat man das Rad in der Hand. Von daher fixe Sache. Und ja, also Auto aufbocken auf der Beifahrerseite, Felge optional runternehmen, und das war erstmal der erste Schritt. Das zweite Foto zeigt jetzt den Blick von oben auf den Keilrippenriemen. Damit soll nur veranschaulicht werden, wo der Keilrippenriemen lang geht. Als Tipp, damit der nicht runterfällt und ihr dann total planlos seid, wo der Keilrippenriemen überhaupt lang geht: Ich habe den an 2 Laufrollen mit Leimzwingen festgeklemmt. Wenn ich den jetzt gleich entspanne, im nächsten Foto zeige ich das, dann bleibt der Riemen an Ort und Stelle, fällt nicht runter, und ich muss mir keine Gedanken, wie der Keilrippenriemen richtig über die diversen Räder gelegt wird oder Laufrollen. Ja, hier sieht man jetzt den Spanner. Ich habe so eine Teleskopknarre mit 1,5 Zoll Anschluss. Stimmt gar nicht, das ist gar nicht 1,5, das ist eine Nummer kleiner. Ich sehe gerade, ich hatte da unten einen Adapter drauf gesteckt. Und das kann man in den Spanner reinstecken. Das ist in der Bildmitte. Und wenn ich die Knarre jetzt entsprechend, wenn man auf das Auto guckt, nach rechts drücke, dann entspanne ich den Riemen, und dann kann ich den Riemen an der Lichtmaschine runternehmen. Ja, in dem Bild sieht man jetzt zum einen, dass die Leimzwinge hervorragend ihren Dienst tätigt. Also die hält den auf dem großen Riemenrad oder auf der großen Riemenscheibe den Riemen an Ort und Stelle. So soll es sein. Und unter dem Kühlschlauch sieht man so ein bisschen die Riemenscheibe von der Lichtmaschine und den abgenommenen Keilrippenriemen, der davor aufhört. Und von der Stelle oder von der Seite her sind wir damit auch durch.
und die Lichtmaschine kann jetzt losgeschraubt werden. Ja, bei dem Foto sieht man jetzt nochmal die Lichtmaschine von oben. Es gibt insgesamt 3 Schrauben. Eine ist von oben zugänglich, 2 sind von unten zugänglich. Dann hat man die Lichtmaschine schon in der Hand. Aber, und das ist auch ganz wichtig, da läuft noch so ein Querträger ab. Der sollte auch, damit man einfach vernünftig schrauben kann, an der Lichtmaschine ist er eh ab, aber auch am Motorblock entfernt werden. Ganz wichtig, das habe ich vergessen zu sagen, ihr müsst das Massekabel von der Batterie runternehmen, weil auf der Lichtmaschine am Pluspol immer die Batteriespannung ansteht. Ne? Also ich hatte bei mir die Batterie komplett abgeklemmt, Plus wie auch Minus. Es reicht aber, wenn ihr den Massekabel abnehmt, wenn ihr sicher gehen wollt, nehmt da Plus und Masse von der Batterie runter. Man kann hier auch schon ein bisschen sehen, ich hatte da mein 50 Quadrat Kabel zur Lichtmaschine gelegt, noch aus SPL-Zeiten. Zu viel Querschnitt kann man nicht haben. Je besser und je mehr Querschnitt ist, umso mehr kommt hinten auch am Verbraucher, sprich bei den Endstufen an. Ja, hier ist jetzt der Querträger schon abgenommen. Die obere Schraube ist auch schon entfernt, was man ganz gut sieht. Jetzt gehen wir unters Auto und nehmen noch die restlichen 2 Schrauben ab. Achso, ganz vergessen zu sagen, man sieht, dass das Pluskabel auch bereits hinten schon an der Lichtmaschine abgeschraubt wurde. Das ist auch einfach, sollte man so früh es geht machen, aber nochmal Hinweis, erst wenn die Batterie abgeklemmt ist, damit man einfach freie Hand zum Schrauben hat. Es gibt einmal eine dicke Mutter, was heißt dick, so dick ist sie nicht, wo das Pluskabel dran hängt. Und dann gibt es halt noch ein zweipoliges Kabel, das zum Laderegler geht. Die Besonderheit am 300C, zumindest bei meinem Modell, ist, die hat einen externen Laderegler, der dann halt der Lichtmaschine sagt, wie viel Spannung sie erzeugen soll, damit das halt den Spritverbrauch optimiert. Ob das sinnvoll ist oder nicht, da lässt sich drüber streiten. Moderne Autos sind da noch extremer. Nur nice to know, dass ihr das mal gehört habt. Ja, jetzt ein Blick von unten. Noch ist der Unterfahrschutz drauf. Und das sind halt eben noch die beiden Schrauben, die von unten die Lichtmaschine halten. Die müssen ebenfalls gelöst werden und entfernt werden. Und wenn ich diese 2 Schrauben wegnehme, dann fällt mir quasi die Lichtmaschine schon runter. Oder man sollte darauf achten, wenn man die letzte Schraube zieht, dass man dann schon irgendwie entweder von oben jemanden hat, der die Lichtmaschine hält, oder dass man unten die abstützt, dass sie wirklich nicht auf den Boden kracht und vielleicht beim Sturz irgendetwas im Motorraum noch beschädigt. Nochmal die Lichtmaschine von unten, dieses Mal mit abgenommenen Unterfahrschutz. Und jetzt sieht man auch, warum es sinnvoll ist, das Auto aufzubocken und den Unterfahrschutz runterzunehmen. Man kommt einfach super easy an die beiden Schrauben ran, kann man ganz bequem lösen. Natürlich können sie ein bisschen festgegammelt sein, gerade wenn es die erste Lichtmaschine ist, so wie bei mir. Da muss man halt ein bisschen mehr Schmackes in die Arme geben. Und man sieht auch ganz gut die Kupferschraube, die hinten aus der Lichtmaschine rausguckt, wo die Pluskabel für die Batterie bzw. für die Bordelektrik angeschlossen werden. Da geht einiges Amperes drüber, dementsprechend ist dieser Anschluss auch sehr solide ausgelegt. Die Lichtmaschine ist draußen. Hier habe ich mal beide im Vergleich nebeneinander gelegt auf die Ansaugbrücke. Man sieht halt sehr gut die linke, die originale oder Tauschteil. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, die ist schon ganz schön angegriffen. Die hat es hinter sich. Die rechte ist die neue. Die habe ich mir bei eBay besorgt. Da habe ich jetzt auch keinen großen Wert drauf gelegt, dass das jetzt Mopar oder sonst was ist, sondern einfach 160 Ampere und passt. Und ich kann euch so viel jetzt schon verraten, sie läuft einwandfrei bei mir, sorgt auch für genug Strom. Der Einbau erfolgt genau in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau, ist ja klar. Bevor wir aber loslegen, geht es erstmal darum, alle blanken oder metallisch blanken Stellen wieder schick zu machen. Die sind oft korrodiert. Die Kabelösen, die Kabelschuhe wieder aufzupolieren, aufzuarbeiten, damit der Strom optimal fließen kann. Man sieht hier die 2 Anlagepunkte von der Lichtmaschine, von den unteren Schrauben. Da bin ich mit einer Drahtbürste und einer Akkuschrauber beigegangen, habe die ein bisschen aufpoliert. Kein Hexenwerk, ging auch ganz gut. Hier sieht man es ein bisschen besser, ein bisschen näher. Also
die Punkte sind metallisch blank. Hier sieht man jetzt, was ich gerade meinte mit dem Strom, dass der vernünftig fließen kann. Das ist jetzt das Original, der Original-Kabelschuh, der an die Lichtmaschine geht, der also im Serienzustand das komplette Auto versorgt. Und wie man halt hier sehen kann, ist er ganz schön angegriffen, korrodiert. Da ist Schmatter drauf, Dreck. Da wir das Ding jetzt quasi ja eh in der Hand halten, können wir da auch nochmal mit der Drahtbürste rübergehen. Und der Akkuschrauber macht die ganze Geschichte ziemlich einfach. Und wenn man fertig ist, sieht das Ganze dann so aus. Man sieht also, das ist ein Kupferkabelschuh, was schon mal sehr gut ist. Oder ein Ringkabelschuh. Er ist wieder metallisch blank. Er kann wieder optimal den Strom leiten. Es gibt nur geringste Übergangswiderstände. Und alles ist schicki. Und genauso auch auf der Vorderseite. Auch hier habe ich den metallisch blank gemacht. Der glänzt wieder, so kann der Strom eben gut fließen. Hier sehen wir jetzt die neue Lichtmaschine, die schon an Ort und Stelle ist. Und die beiden Plusanschlüsse. Einmal im hinteren Bereich das Originalkabel, ich glaube das sind 25 Quadrat. Und vorne das etwas dickere, das ist dann ein schönes 50 Quadrat. Natürlich alles mit Schrumpfschlauch isoliert. Wir wollen ja, dass es da eben auch keinen Kurzschluss gibt. Und dann entsprechend ordentlich wieder festgezogen an der Mutter. Und dann kann der Strom auch schon wieder erzeugt werden. Ja, hier nochmal das komplette Bild. Das heißt, ich habe hier von unten fotografiert die zwei Schrauben, die man sieht. Und man guckt zum Schlossträger hoch. Man sieht die beiden Kabel, das Original und das von mir nachträglich eingerüstete 50 Quadrat. Und natürlich nochmal schön die Verschraubung. Jetzt nochmal ein Foto von oben. Auch hier der Bügel ist wieder drin. Ich glaube, die Schraube war an dem Punkt auch schon wieder reingedreht. Der Keilrippenriemen ist auch schon wieder drauf, ne, wie das gespannt wird und so. Also wenn man das entspannt hat, dann sollte man eigentlich wissen, wie es auch wieder gespannt wird. Der ist wieder drauf und die Lichtmaschine ist wieder einsatzbereit. Das war eigentlich auch schon die ganze Aktion. Das ist nochmal das Auto nach der Operation. Testfahrt gemacht, da rappelt nichts, da klappert nichts, alles ist gut. Strom ist auch da, also ich hatte da eine Ladespannung von 13,8 Volt. Aber das sagte ich ja schon, das entscheidet der Regler, wie viel Spannung erzeugt wird. Manchmal ist es auch über 14, wenn viele Verbraucher aktiviert sind. Das war es dann auch schon. Ich hoffe mal, ihr konntet mit diesem kleinen Tutorial was anfangen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!